Hallo und herzlich willkommen auf Lyrella.de, wo wir uns in diesem Video die sogenannte Produktregel anschauen. Und zwar, wenn wir eine Funktion haben, wie zum Beispiel f von x gleich x mal Sinus x, die wollen wir ableiten und es geht dann nicht ganz so einfach. Man kann nicht einfach sagen, f' von x wäre dann x abgeleitet 1, Sinus abgeleitet Cosinus x. So einfach ist es nicht. Und dafür gibt es dann spezielle Regeln, eine spezielle Formel, mit der man das ausrechnen kann, die sogenannte Produktregel. Und die wollen wir jetzt erstmal beweisen. Das heißt, wir schauen mal, was rauskommt. Wenn wir f von x gleich u von x mal v von x machen, ja, wenn wir zwei Teile einer Funktion, zwei Produkte, u von x wäre hier zum Beispiel x, v von x wäre Sinus x. Und jetzt wollen wir schauen, was passiert, wenn wir das ableiten. Die Ableitung haben wir in solchen Fällen immer mit der H-Methode bestimmt. Das heißt, f' von x wäre dann Limes h gegen 0 f von x plus h minus f von x geteilt durch h. Nun, f von x plus h, wenn ich hier statt x x plus h einsetze, habe ich hier gerade u von x plus h mal v von x plus h. Das heißt, hier oben steht Limes u von x plus h mal v von x plus h. Wie geht es weiter? Minus f von x. F von x ist einfach u von x mal v von x. Also minus u von x mal v von x geteilt durch h. So viel dazu. Und nun wollen wir schauen, dass wir hier diese einzelnen Faktoren so auseinanderfremeln, dass wir u und v separat ableiten können. So geht es ja nicht. Hier haben wir keine einzige Möglichkeit, das so auseinanderzurufen, dass wir das als ähnliches Darstellung haben wie hier. Und dafür machen wir eine sogenannte Nulladdition. Das heißt, wir addieren etwas, was sich komplett wieder komplett löschen könnte. Und zwar addieren wir einfach u von x mal v von x plus h minus u von x v von x plus h geteilt durch h. Wenn wir uns das anschauen, das ist gerade 0, ja, hier oben minus das gleiche, also 0 durch h ist 0. Und das heißt, wir dürfen beliebig viele Nullen an der Term hinan addieren, das heißt, es ist egal. Und jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit, wenn wir hier schauen, u von x plus h und u von x können wir zusammen wieder in so eine Form bringen. Und genauso ging es auch mit v von x plus h und v von x. Jetzt haben wir nämlich genau die vier Summanden, die wir brauchen. Rechnen wir das weiter. Das heißt, es wäre gerade der Limes h gegen 0. Hier hatte ich auch. Jetzt schauen wir, was brauchen wir, also wir zusammenfügen. U von x plus h mal v von x plus h. Und jetzt wollen wir minus u von x mal v von x plus h hinzufügen. Und dann haben wir gerade v von x plus h einfach als Konstante. Und dann haben wir hier u von x plus h minus u von x, was wir gerade wieder so ähnlich wie hier oben benutzen können. Dazu kommt der zweite Term, das bleibt übrig, minus u von x v von x. Und hier, was haben wir hier noch übrig? U von x v von x plus h, also plus u von x v von x plus h geteilt durch h. So, jetzt haben wir hier noch alles unter einem einzigen Bruchstrich stehen. Das könnten wir ein bisschen vereinfachen, indem wir sagen, wir machen hier das in 2, sodass wir auch genau die beiden Differenzenquotienten haben, die wir brauchen. Das heißt, dann steht da Limes h gegen 0, u von x plus h, v von x plus h, minus u von x, v von x plus h, geteilt durch h, plus Limes h gegen 0. Hier sind ja hier zwei Summanden, das heißt, wir können Limes auseinanderrufen. Limes u von x, v von x plus h, minus u von x, vertauscht die beiden, v von x durch h. Und jetzt können wir schauen, dass wir das weiterrechnen. Und zwar Limes h gegen 0. Und hier ist das v von x plus h, kann man ausklammern. Das heißt, hier steht v von x plus h
mal, hier bleibt u von x plus h übrig, minus u von x, geteilt durch h. Und hier, das bleibt hier übrig, plus Limes h gegen 0, ausgeklammert werden kann u von x, mal v von x plus h minus v von x. Geteilt durch h. Und jetzt können wir h gegen 0 gehen lassen. Und zwar, wenn wir hier sehen, v von x plus h, davon h gegen 0, das ist einfach nur, bleibt nur v von x übrig. Dann hier, was bleibt hier übrig, das ist gerade u von x plus h minus u von x durch h. Das ist genau dieser Differenzquotient, das ist also gerade die Ableitung von u, also u' von x. Ja, das ist genau die gleiche Form. Und dann hier plus u von x, da ist kein h dabei, das können wir so stehen lassen, mal, und hier ist gerade v, der Differenzquotient von v, das heißt gerade die Ableitung von v. Das heißt, f' von x ist gerade v von x mal u' von x plus u von x mal v' von x. Das ist die sogenannte Produktregel. Und jetzt schauen wir uns diese Funktion an, die wir oben hatten, nämlich x mal sinus x, und wollen die ableiten. Das heißt, wenn wir x mal sinus x in u und v aufteilen, dann ist gerade u von x ist gerade x und v von x ist sinus x. Dann ist u' von x, x abgeleitet ist 1 und v' von x, sinus abgeleitet ist cosinus x. Und jetzt können wir die Formel anwenden, nämlich gerade f' von x ist gleich v mal u' plus u mal v', v mal u' sinus mal 1, also einfach sinus x, plus u mal v', also plus x mal cosinus x. Und damit haben wir die Ableitung unserer gesuchten Funktion. Schaut doch nochmal auf unserer Homepage www.luelda.de vorbei. Da findet ihr weitere Beispiele auch zur Produktregel und wie man andere Funktionen ableiten kann. Dankeschön.